Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, Part Nummer 98 meines FIFA 12 Let's Plays. In der letzten Partie haben wir jeweils, hatten wir zwei Spiele absolviert, ein 3 zu 1 gegen Atalanta, da haben wir leider verloren, und dann ein 5 zu 2 gegen Inter Mailand. Ach Mist, jetzt werde ich gerade angeschrieben, ich bin sofort wieder da. Ja gut, es geht insofern darum, oh, was haben wir denn hier? Das ist doch der Nachwuchsspieler vom FC Bayern München. Nichts Besonderes mehr. Na gut, wir waren jetzt stehen geblieben bei den Spielen, die ich absolviert hatte. Wir haben jetzt 5 Tore für Nani und 4 Tore für Dumbia. Und wir werden jetzt mal kurz in der Mannschaft vorbeischauen, wie fit die denn sind. Schaut ganz gut aus. Ansonsten würde ich nämlich noch gerne ein paar formelle Dinge hier durchgehen. Wir sind jetzt bei Part 98, das wird jetzt hier der sein, dann Part 99 gegen Genua und Part 100 entweder, oder das auch noch in Part 99 und dann hier dieses Europa League Spiel in Part 100, das in Part 100, das in Part 100 und das in Part 100 und eventuell auch noch das in Part 100. Kommt drauf an, wie lange ich brauche, das sehen wir ja dann. Das wollte ich nur mal so erwähnen, weil ich ja für meinen Part 100 etwas Längeres geplant habe. Ein Special wird dann auch erst etwas später erscheinen. Wie gesagt, so nach Weihnachten. Und ich schaue mal, dass ich den Part Nummer 100 vielleicht dann genau an Weihnachten rausbringen kann. Und dann für den Rest der Weihnachtstage nichts rausbringe, dass ich mir dann mal eine kurze Pause genehmige. Also das heißt, dass ich jetzt, sagen wir mal, ich drehe jetzt ein paar Folgen noch und werde dann an Weihnachten Part 100 hochladen, sozusagen das kleine Vor-Special, das richtige Special versuche ich danach zu machen, je nachdem wie ich denn noch Zeit habe. Das ist halt das was ich mir überlegt habe, ist ein bisschen viel Arbeit und das dauert dann eben auch dementsprechend. Also das werden wir dann noch sehen, das Special wird auf jeden Fall kommen, egal wie lange es dauert, ich hoffe, es ist kein Problem für euch. Es wird ein Special, es sind dann nicht nur 1000 Abonnenten, es wird dann die Anzahl angegeben, die ich genau in diesem Moment, wo ich es hochlade, habe. Okay, das wollte ich auch nochmal gesagt haben, dann werden wir jetzt mal kurz noch nachschauen, was eigentlich hier die Jugendabteilung macht. Gar nichts, wir haben auch gar kein Scouting-Netzwerk. Deswegen werden wir jetzt mal noch einen Scout anheuern, was wir denn nämlich noch gar nicht gemacht haben hier. Erfahrung, Einschätzung. Dann werden wir uns den hier holen. Und hierfür holen wir uns dann den hier. Gut, dann haben wir nämlich noch einen besseren. Okay. Dann würde ich mal sagen, die nächste Partie gehen wir vorher speichern. Dann bin ich jetzt nochmal ganz kurz weg, schaue mir gerade an, was er nochmal geschrieben hat. Und dann sehen wir uns in der Partie, ich gehe mal schon mal so weit vor, dann sehen wir uns in der Partie Napoli gegen den KRC Genk. Die Farben sind so gängig. Wo waren wir? Aufstellung, alles klar. Profi 6 Minuten trocken. Gegen Kalmar FF haben die schon mal gespielt, also in der Qualifikationsrunde, da haben wir ja auch souverän gewonnen mit 3 zu 1 und 0 zu 0. Na gut, das ist also souverän weitergekommen. Wir haben ja nicht zweimal gewonnen. Mario Fernandes hat jetzt noch vollendet. Napoli. Auf geht's in die Partie. Schauen wir mal, dass wir das hier erfolgreich beenden können. Ich weiß nicht, wie der KRC Genk so ist. Also ich kenne die Stärken nicht, ich kenne die Spieler nicht, ich kenne eigentlich niemanden. Das ist ja, glaube ich, in Belgien, das KRC Genk, also Genk. Ich weiß gar nichts über den Verein. Aber wir wissen, dass wir jetzt das 1:0 erzielen. Fünfte Spielminute, Seydou Doumbia mit dem 1:0. Das habe ich jetzt schon direkt gesehen, dass wir da das 1:0 erzielen. War auch eigentlich gar nicht zu verschießen, dieser Schuss. Wenn er das gemacht hätte, dann hätte ich ihn geköpft. Eigenhändig. Ich wäre in das Spiel reingekrabbelt. Das könnt ihr mir glauben. Ich wäre reingekrabbelt. Ja, genau. Sion gegen Rosenborg. Trondheim 0 zu 1. Ey, was tust du da? Nein, 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 nein.
Nein, oh, was für ein Lacker. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, wie hat er das Ding da denn bitte schon reingemacht? So schnell, wir erleben hier Höhen und Tiefen miteinander. Das gibt's ja gar nicht. Und das innerhalb von ein paar Sekunden. Das ist irgendwie cool. Haha. Oh, Nani hat sie nass gemacht. Nani, oh, das wäre jetzt, oh, das wäre natürlich jetzt was gewesen. Jetzt direkt das 2 zu 1 zu erzielen in der 10. Minute. Dann wäre ich aber ausgeflippt. Eh, was? Das, De Bruyne, der soll ja auch so eine richtige Granate sein, De Bruyne. Also zumindest mal habe ich das mal gedacht. Woher kenne ich den Namen? Ich habe mir eben, ich hatte gedacht, das wäre irgendwie ein Talent oder sowas und habe den mal gesehen. Der war ganz gut eigentlich. Aber ob der jetzt wirklich so saugut ist, weiß ich gar nicht. Also ich habe noch nie mit ihm gespielt. Och, geh doch auf den Ball zu, Dumbia. Nein! Nein! Ogun Jimmy! Oh, Baumann, da hast du aber richtig Glück gehabt da. Da hätte ich dich jetzt fertig gemacht. Wie hast denn das da geregelt? Na gut, Baumann ist noch in der Lernphase. Das wird man noch ein ganz großer. Also jetzt hier bei unserem Spiel echt wahrscheinlich auch. Ist ja ein richtig guter, finde ich. Wie der sich gemacht hat bei Freiburg. Also ist allen Respekt. Vor allem, es kommen jetzt irgendwie immer mehr neue Torhüter raus, wo man vorher nie gedacht hätte, dass. Also Deutschland ist wirklich überhäuft von guten Torhütern. Ich weiß gar nicht, was ich da noch machen soll, ich als Torwart. Vielleicht komme ich ja auch mal groß raus. Das wäre was. Der YouTuber. Der YouTubende Torwart. Ah nein, jetzt habe ich erste Lecks. Das wäre natürlich jetzt absolut gar nicht gut, wenn wir jetzt hier im Video Lecks bekämen. Weil ich dann mich jetzt schon abbrechen müsste, was ich jetzt auch machen muss, leider. Ah, Mist, dann können wir den Part hier schon mal ganz vergessen. So ein Mist mit dieser bekloppten Hardware. Da seht ihr, wie das leckt. Das gibt's doch einfach nicht. Das geht mir so auf den Keks. Noch einmal gebe ich dem Ganzen einen Versuch. Okay, den Versuch hat es gerade vertan. Also werde ich euch am Ende der Partie wiedersehen. Es tut mir leid, aber man kann nichts dran ändern. Ich muss irgendwie schauen, dass ich das irgendwie behoben bekomme. Das geht mir so auf den Keks, dass Skype einfach immer abkacken muss. Wieso Skype? Fraps muss immer abkacken. Das geht mir so auf den Keks. Einfach nur so wenige Frames. Ich muss schauen, dass ich das irgendwie behoben bekomme. Na gut, wir sehen uns am Ende der Partie. Bis dahin. So, es leckt zwar, aber ich will euch ja kurz mal das Endergebnis zeigen. Also wir haben ein 3 zu 1 rausgeholt. Die Tore kann ich leider nicht zeigen, da es eben so leckt. Aber ich kann es ja mal gerne versuchen, wenn ihr das unbedingt sehen wollt. Also wir hatten in der 5. Minute das 1 zu 1, 1 zu 0 geschossen, dann direkt das 1 zu 1 kassiert. Dann in der zweiten Halbzeit ein 2 zu 1 von Nani. Sehr sehenswerter Treffer. Wir schauen uns jetzt halt mal an. Ganz, man sieht gar nichts. Also, es geht mir sowas von dermaßen auf den Sack. Ah, und dann hier noch ein Tor von Nani. Nachschuss von Dumbia. Auch wenn man es kaum sieht. Nani. Ja. Gut, und jetzt werde ich die Aufnahme beenden. Werde einfach morgen oder wenn ich Zeit habe, das Ding weiterführen. Das heißt, ich werde mit Unterbrechung arbeiten, sagen wir es mal so. Ihr seht, ihr bekommt davon nichts mit. Also ich werde morgen, wenn die Framerate sich wieder stabilisiert, einfach weitermachen. Und das wird dann zur Folge dazugehören, dann ohne Lex. Danke fürs Zuschauen. Zum zweiten Mal in diesem Part heiße ich euch hier recht herzlich willkommen. Ihr habt jetzt gerade ein paar Ausschnitte gesehen aus der letzten Partie. Und was denn noch so möglich war, leider hatte ich große, viele Lags mittendrin. Deswegen hoffe ich, dass das jetzt irgendwie niemand was ausgemacht hat oder so. Ich hoffe, ihr seid jetzt zufrieden damit, wenn ich jetzt weitermache. Also ich werde jetzt einfach irgendwie hier weiter fortsetzen und dann wird das, denke ich mal, kein Problem sein, ne? Und jetzt machen wir erstmal hier. Oh! E-Mail. E-Mail. Was hat denn da, was ist denn da passiert? Kommentar.
Oh, ups. The Cobra 11, 12, nee. The Cobra 11, 2, 11. Je länger, desto besser. Okay, das merke ich mir, ne? Okay, wir haben jetzt hier die Spieler motiviert. Ja, was haben wir denn? Fortschritt durch Konstanz. Jetzt werden wir aber erstmal zur Partie gegen Genua gehen. Scout ist da und arbeitsbereit. Okay, gut zu wissen. Dann gehen wir mal zu den Scouts. Oh, da waren wir doch gerade. Scouting-Netzwerk. Den Scouting-Netzwerk aufbauen. Wo werden wir denn da mal hingehen? Da gehen wir doch mal für einen Mittelfeldspieler nach Südamerika und zwar nach Brasilien. Für 6 Monate würde ich mal sagen, ein Spielmacher. Oder gibt es da auch noch technisch begabt? Genau. Machen wir das mal. Und hier gehen wir nach Deutschland, würde ich mal sagen, oder? Ah ne, das ist Nordeuropa. Mitteleuropa. Gehen wir Deutschland und suchen uns einen super Spielmacher. Spielmacher. Spielmacher, ja. Gut. Auf geht's. Deswegen sagen wir, warte, was machen wir jetzt? Gehen wir erstmal ins nächste Spiel. Baut auf, genau, gut. Wir haben die Partie gegen Genua vor uns. Speichern wir vorher nochmal. Mache ich immer so, so zur Sicherheit. Bevor mal was passiert. Also gehen wir die Partie spielen. Stellen das Ganze so ein, dass wir schöne Trikots sehen. Wir wollten. Ne, ich mache 2 Spiele in den Part noch. Deswegen werde ich es erstmal nicht hochschalten. Was haben wir denn da? Trochowski und Hüntela haben die. Okay. Egal, wir gehen jetzt spielen. Oder ne, wir schauen erstmal noch in die Aufstellung, wie fit unsere Spieler sind. Nicht ganz so fit. Dann holen wir Gargano mal rein. Für Thiago und Zuniga für Valencia. Oh mein Gott, schon wieder eine E-Mail. Ihr geht aber heute auch richtig ab. Das gibt's ja gar nicht. Noch ein Kommentar. LOL. 2731 von The XXX, The Game, The HD Gaming XXX. Das müsste ich mir nochmal anschauen, was da denn passiert ist. So. Was machen wir denn? Können wir noch jemanden auswechseln? Alaba. Wir könnten eigentlich diesen hier auch schon mal spielen lassen. Der ist ja gut eigentlich. Holen wir mal den raus. So, dann machen wir mal Cigarini. Also 79 hat er. Ich meine, das ist ja jetzt nicht schlecht, ne? Und ansonsten geht's eigentlich. Dann gehen wir jetzt erstmal in die Partie. Auf geht's. Das letzte Spiel haben wir 3 zu 1 gewonnen gegen den KRC Genk. Oder, man heißt ja doch KRC, gell? Ja, schon wieder Mario Fernandes jetzt. Hoffe ich mal, dass es jetzt nicht leckt, weil sonst eskaliere ich nämlich irgendwann. Dann stelle ich einfach mal V-Sync aus und schau mal, was passiert. Boah, schön verwandelt. Und jetzt geht's in die Partie. Und ohne V-Sync sieht aber das Video sau schlecht aus. Da müsste ich mir quasi noch eine neue Grafikkarte kaufen. Oh, was? Nani? Ne, Cigarini. Und jetzt Nani. 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 Oh, schöner Schuss, aber vom Torwart entschärft. Eckball. Zuniga wird den Eckball ausführen. Dort steht Wollscheid. Wollscheid, geh nochmal hin, geh nochmal hin. Oh, Nani! Oh! Papadopoulos, hol dir den. Jones, was ist das für ein Kasten, ey? Alter Junge, ist das ein Kasten, ey? Irgendjemand hat mir jetzt gesagt, ich sollte mal hessisch sprechen. Ich habe keine Ahnung, wie hessisch funktioniert. Ja. Ich kann, warte, was kann ich noch versuchen? So sächsisch. Oder was auch immer das. Sag mir, was das für ein Akzent ist. So, Nigger, was tust du da? Nein, warte, wie geht der? Ja. Ich weiß nicht, was ich machen soll, ne? Ich denke mal, wir sollten da so ein bisschen Fußball spielen. Und dann gehen wir, gehen wir nach dem Fußballspiel, gehen wir mal schön ein Bier trinken und dann gehen wir schön ein Zappen. Ich weiß nicht, ne? Da fällt mir jetzt nicht so ganz was ein.
Dumbia. Oh, da steht Nani. Nein, der war im Abseits und es war noch Pfosten. Das wäre zu schön gewesen, ganz ehrlich. Ja, ich wüsste nicht, was ich da noch sagen soll. Das ist dann so ein bisschen so ein Akzent, ne? Aber ich weiß auch nicht, was das für ein Akzent jetzt ist. Ich muss nochmal schauen, was das war. Oh, Nani. Dumbia, nein, das wäre jetzt auch zu schön gewesen, um ehrlich zu sein. Nein, um... Oh, nein. Jetzt haben wir schon drei gute Chancen liegen lassen. Jetzt Maggio. Oh, macht der da ein Ding. Aber Cigarini hat aufgepasst. Gargano. Ey, was tust du da? Der rennt einfach Nani weg. Oh, das war Abseits. Veliton. Uah! Es war doch kein Abseits. Ich habe gedacht, das wäre Abseits. Das war doch Abseits. Wenn der dann auch noch drin gewesen wäre, das wäre die Granate des Tages gewesen. Aber nein. Oh, der schiebt mich weg, der Kasten von eben. Jones heißt er. Nani. Gargano. Veliton. Oh, wird da weggehauen. Gargano. Nani, holt ihr den? Jawohl. Nein, jetzt. Och, ja, wie unfair ist das denn bitte? So, jetzt schauen wir in der E-Mail nach. Oh, direkt zwei neue E-Mails. Das werde ich gleich vorlesen. Erstmal das Spiel noch unter Kontrolle kriegen. Wir wollen jetzt hier kein Gegentor deswegen kassieren. Nur weil ich hier eine E-Mail vorlese. Oh, 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 oh. Ah, super aufgepasst von Baumann. Raus auf Suniga. Suniga jetzt zu Nani. Nani. Oh, den kriegt er nicht mehr. Nein, Mist, Veliton. Aber jetzt hat... Nein, auch nicht. Boah, Fernandes, was machst du denn da? Du sollst den nicht ummähen, Junge. Komm schon, hol dir das Ding. Miguel Veloso. Was kann denn? Der kann doch nichts am Ball. Da holt ihm die noch ab. Nein, der schießt. Oh, weit daneben. Weit, weit, weit. Nochmal jetzt die E-Mail. Da haben wir Soulbreak, Soul J3 Rika hat dich auf YouTube abonniert. Danke dafür. Und der nächste war schon wieder XXX, The Gaming, The HD Gaming XXX. Nach einem 1-0 Rückstand gegen Mailand nicht gewinnen. Ich sag nur Schalke 5-2 nachher noch gewonnen. Hä? Ach so, ja, weil ich hatte das erwähnt, dass man nicht alle Tage gegen Inter Mailand nach einem 1-0 Rückstand gewinnt. War halt schon bei Schalke passiert, aber daran habe ich in dem Moment nicht gedacht. Da habe ich nicht so ganz in meinem Gedächtnis gegramt, ne? Oh, super von Charavi. Dumbia auf Veliton, Nani raus auf Suniga. In der Mitte Nani und jetzt Gargano. Nein, das wäre doch bestimmt ein Tor gewesen, das da. Oh, haut der das Ding weg? Ich glaube es nicht. Oh, ne, kriegen wir nicht nochmal nach vorne. Philipp Wollscheid jetzt. Gargano wieder. Veliton raus auf Nani, aber abgefangen vom Verteidiger. Nani. Ah, Mist, kommen wir auch nicht vorbei. Komm, den hast du. Nein, hat er nicht. So ein Dreck aber auch. Jones. Oh, wir haben ihn erwischt. Jawohl. Ah, was macht Gargano da? Den haben wir auch wieder, aber immer noch nicht unter Kontrolle. Das gibt's doch nicht. Es gibt doch nicht. Es gibt doch nicht. Ja, Charavi. Wieder Charavi. Na, Charavi, was tust du da, Junge? Du hast doch 5-Star-Skills. Dann kannst du doch nicht den Ball verlieren. 5-Star-Skills. Ah, super getackelt. Dumbia. Nani. Oh, jetzt El Charavi. El Charavi ist durch. El Charavi. Oh, der wird doch gefoult. Nein, der gibt Abstoß. Das war doch ganz klar ein Foul. Da haut er ihn einfach weg. Er haut ihm das Bein gegen sein eigenes. Das dürfte er eigentlich so nicht verantworten, der Schiedsrichter. Das kann man so nicht. Oh, dulden, Digga. Oh, gut, Glück gehabt. Hinteler. Da haben wir ihn ja, Hinteler. Papadopoulos. El Charavi.
El Sharawi, was tust du da bitte? Ich wollte doch nur den Ball. Oh, El Sharawi. Ey, der lässt ihn durch die Beine gehen. Wie gibt's denn sowas? Wie gibt's denn sowas? Ne, wo gibt's denn sowas, meine ich natürlich. Gargano. Wellington. Oh, schön auf Dumbia. Dumbia ist jetzt ganz frei durch. Dumbia. Pfostentor. 45. Spielminute. Seydou Dumbia. Da haben wir das 1-0. Mehr oder weniger verdient. Das sollt ihr beurteilen. Aber ich denke, es war doch schon etwas verdient. Man kann nicht sagen, dass das jetzt nicht gut rausgespielt war, dass es auch nicht schon genug Chancen von uns gab, die wir hätten verwandeln können. Also soweit aus meiner Sicht verdient. Schauen wir mal, dass wir dieses Ergebnis auch halten können oder die 3 Punkte halten können. Wir wollen ja... Oh nein! Oh, super von Baumann. Oh, wo schießt denn der das Ding dahin? Der geht noch ins... Ah, schade. Ich habe gedacht, das gibt noch einen Wurf. Na gut, wenn wir jetzt einen Abschluss machen, dann ist eh zappenduster mit der ersten Halbzeit. Passt auf, der Schiedsrichter pfeift nicht ab. Mist. Jetzt habe ich schon gedacht, ja, jetzt pfeift er ab. Na, ist klar, ne? Oh, nächste E-Mail. Was kommt diesmal? Noch ein Kommentar. Von Bunny Hopper oder Bunny Hopper mit einem P. Falls du mal Aufstockung und so weiter brauchst, empfehle ich dir oder wie man es schreibt. Empfehle ich dir, oder wie man es schreibt, mit H schreibt man es, Alexander Merkel oder Marco Marin. Ich bin Bremen-Fan und nutze sie. Und glaub mir, die gehen ab. Ja, ich weiß, Alexander Merkel ist gut, aber wir werden mal sehen. Ne? Wir schauen. Nani. Suniga. Nani. Wellington. Oh, Mist, jetzt wollte ich gerade abziehen und dann klaut er mir den Ball. So ein Arsch! Er klaut mir den Ball! Da geht doch da ran, Junge. Mario Fernandes hinterher. Sturm auf das Gegner, auf unser Tor, so rum, nicht auf gegnerische. Ja, von Baumann gut gehalten, Pfosten! Oh, da hatten wir Glück und da schon wieder Baumann und nein, da ist das Ding drin, das gibt's doch nicht. Miguel Veloso in der 50. Spielminute. So ein Scheißdreck, aber auch. Mensch. Mensch, Meier. Was soll das? Nee, ich brauche noch irgendwelche Akzente, die ich kann. Nani. Das kann doch so nicht angehen, Mensch. Dumbia. Wellington. Raus auf Stefan El Sharawi. Tschu. Stefan El Sharawi. Oh, faul. Ey, Digga. Schiedsrichter, was soll der Kack? Schiri, wo bist du? Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht. Oh, nein. Das gibt's doch nicht. Macht er es 2-1. Wir wollten die 3 Punkte ursprünglich halten und nicht verlieren, ne? Ey, jetzt verarsch mich nicht. Boah. Wenn der jetzt auch noch drin gewesen wäre, hätte ich so gerade gekillt. Gut verteidigt, allerdings der Ball im Aus. So, 60. Minute, auswechseln, El Sharawi geht raus, Alaba kommt ins Spiel, kann der linke Mittelfeld spielen? Ich gehe mal davon aus, ja, einwandfrei, passt, auf geht's. Einwurf gibt's auch für uns, da haben wir El Sharawi, der geht jetzt raus, Alaba kommt aufs Spielfeld, da haben wir noch schon direkt im Ballbesitz, Alaba auf, Dumbia. Wellington. Ach Mist, der hätte wenigstens durchgehen können. Oh. Da geht doch nochmal ran, Junge. Oh, Glück gehabt. Kriegst du ihn noch, Dumbia? Ja. Oh, komm da nicht vorbei. So ein Mist aber auch.
Wir müssen jetzt sowieso offensiver stellen. Oh, schöner Ball auf Dumbia. Auf Veliton. Auf. Nein. Nee, das gibt's doch nicht. So ein Mist aber auch. Wer hat Ding da, den hätten wir reingemacht. Veliton. Schon wieder nicht. Oh, dribbelt er mich auch noch aus. Nochmal ausgedribbelt. Oh, jetzt machen wir noch einen Fehlpass auf Jones. Und der lupft das Ding rein. Ich glaub's nicht. 68. Spielminute. Irgend so ein hässlicher Mongo. Verwandelt das Ding auch noch. Den ich nicht mal kenne. Der hat einen Pferdeschwanz. Hallo, der hat einen Pferdeschwanz. Oh, Eckball. Eckball ist Suniga. Oh, hau das Ding noch rein, Junge. Was gibt das? Einwurf für uns. Oh, das ist ja schön. Dumbia. Dumbia! Schade. Schade daneben. 3:1 für den Gegner, das kenne ich irgendwoher. Haben wir nicht das Spiel gegen Atalanta auch 3:1 verloren und danach 5:2 gewonnen? Also wir haben jetzt 5:2, 3:1. 5:2, 3:1. Wo soll das hinführen? Mensch! Wir müssen da irgendwas ändern. Wir sollten öfters gewinnen. Aber ich verstehe das nicht. Ich mache gegen die vermeintlich schwachen Vereine mache ich Fehler. Dann kommt Inter Mailand, dann werden die weggeboxt. Geh ab, Junge. Ey, du bist doch so schnell. Das gibt's doch nicht. Warum spielen die mich so aus? Antonelli. Oh. Oh, schön auf Dumbia. Schön auf Nani. Nani, das gibt's doch auch nicht. Abseits, schade. War aber, ja, Mist. Offensiver, noch offensiver. So offensiv, wie es nur geht. Das Spiel scheint so gut wie verloren. Aber wir wenden jetzt noch den hohen Druck an. Och, was war denn das da für ein Ding? Ja, die behindern sich gegenseitig. Auch eine schöne Aktion gewesen. Alaba auf Dumbia. Der war aber abseits. Ja. Scheiße. Ah, sorry. Aber musste mal gesagt werden. Oh, Maggio. Oh, schon wieder zum Gegner. Zieht einfach mal. Oh! Zieht der einfach ab, der Junge. Und das Ding wäre auch fast noch drin gewesen. Ich habe jetzt nicht gesehen, wer das war. Nein, ich wollte doch noch gar nicht schießen, Mann! Was macht der Torwart da, bitteschön? Ja, das ist doch nur Zeitspiel. So ein Mist. Oh, Nani. Oh nein, Veliton, was tust du da? Oh! Oh! Für die Leute, die es wissen wollen, ich habe mir gerade selber den Kopf gebatscht. Also selber gegen den Kopf gehauen, ja. Wer das jetzt wissen wollte. Cigarini? Nein, das gibt's doch nicht! Oh, die besten Chancen lassen wir einfach liegen. Jetzt pfeift der Schiedsrichter ab. 3:1 Niederlage für uns. So ein Scheiß.
Achso, wir haben das letzte Spiel übrigens 3-1 gewonnen. Ich glaube, da ist wirklich so eine komische Ordnung drin. So, wie nennt man sowas? Ein Matrix? Nein, das ist auch was anderes. Scheiße! Jetzt sind wir nur noch Tabellenneunter. Na egal, jetzt gehen wir zum nächsten Spiel. Gegen Juventus Turin. Oder? Nein, AC Siena. Oh, die haben fast dasselbe. Mann, so ein Mist. Fast dasselbe Trikot, Wappen. Gut, jetzt schauen wir wieder in die Aufstellung. Wie sind die denn? Sind sie alle fit? Sie sind sie alle fit, ja. Cigarini, der hat mir gut gefallen. Der wird auch hier mit in die Aufstellung gebracht. Gargano war auch ein ganz guter eigentlich. Distanzschütze ist der auch. Was kann der noch so spielen? ZDM. ZDF! Den werde ich mal anstelle von Thiago spielen lassen. Gargano. Spielen. Und los geht es gegen den AC Siena im Sturm. Erwin Hoffer. Den haben wir verkauft. Und Markus Berg, falls ich das richtig gesehen habe. Und jetzt Dumbia. Bam! Oh, schade. Oliver Baumann ist einfach zu gut. Trotzdem hat er schon so viele Gegentore kassiert, aber das lag nicht an ihm. Dumbia, direkt offensiver. Wir wollen dieses Spiel hier um alle auf jeden Fall gewinnen. So rum. Oh, der war zu weit, der Ball. Aber Dumbia ist ja feilschnell und kriegt den Ball trotzdem nicht. Jawohl, der geht am Ball vorbei, der Depp. Haha, haben wir nass gemacht. Mario Fernandes, Valencia. Oh, jetzt geht's los. Nein, Dumbia, was tust du da? Schiedsrichter, du kannst doch auch mal pfeifen. Du hast deine Pfeife die letzten Spiele nie benutzt. Hast du die verlernt zu bedienen, oder was? Ich kann dir eine Bedienungsanleitung geben. Mit Bildchen. Super vom Baumann. Mit Bildchen kriegst du die noch. Das ist doch Luxus pur, das kriegt sonst niemand. Dumbia. Veliton, oh, da wird er doch mies gefault. Aber wie gesagt, der Schiedsrichter hat seine Bedienungsanleitung noch nicht bekommen. Erwin Hoffer, was macht er da? Wir hätten den vielleicht nicht verkaufen sollen, hätten wir noch einen Ersatzstürmer. So muss ich mir nochmal einen Ersatzstürmer kaufen. Nein, das war jetzt eine doofe Entscheidung, den Ball nochmal so vorzulegen. Dumbia. Ah, es war eh abseits. Veliton. Gargano. Veliton. Alaba! Oh, schade. Das wäre ein schönes Ding gewesen. Trotzdem noch 0-0 zwischen Napoli und AC Siena. Das wäre ein Funsting gewesen, Mensch. Jetzt Alaba. Dumbia zieht vorbei, der Junge. Der ist feilschnell. Genauso wie Veliton. Nein, ich wollte schon wieder nicht schießen. Ich muss mir das unbedingt abgewöhnen. Was gibt das? Eckball oder? Ah, es gibt Eckball. Das ist schön. Dumbia beim Eckball. In der Mitte. Vollscheid. Oh, Fallrückzieher. Komm, mach einen Fall. Nein, was macht der denn? Der macht gar nichts. El Shaarawy. Nein, der war noch nicht im Abseits. Er war vielleicht einen Meter im Abseits. Das kann man doch verzeihen. So ein Schiedsrichter. Gespannt. Möchte ich nie wieder erleben. Sie sind alle gegen mich. Dumbia. Der war... Oh. Nochmal hin, Veliton. Shaarawy, den kriegst du nicht durch... Oh. Jawohl, schönes Ding auf Veliton, 1-0, nach einem Abwehrfehler, mit dem 1-0 in der 22. Spielminute. Wie war das da jetzt möglich? Da hat er nochmal nachgehakt, aber im letzten Spiel haben wir auch 1-0 geführt. Also aufpassen, entweder direkt nachlegen oder gut verteidigen, eins von beiden. Ich würde mal sagen, direkt nachlegen.
Veliton, den kriegt Dummi ja nicht. Veliton kriegt ihn aber wieder, aber Dummi auch nicht. Oh, was machst denn du da, Nani? Super reingerätscht von Valencia. Oh, da holt er nochmal, Junge. Mist. Jetzt aber, jetzt haben wir ihn. Jetzt direkt Power Football nach vorne. Oh, hätten wir den noch bekommen. Das gibt's doch nicht. Was haben wir immer für ein Pech? Oh, Fernandes, was tust du da? Foul? Ah, abseits, abseits, Junge. Ey, da pfeift doch auch mal für die anderen, für mich. Anstatt immer nur für die anderen. Oh, nee, was hat... Oh, Glück gehabt. Glück gehabt. 32. Spielminute. Eine gute Aktion vom AC Siena. Oh, 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 der köpft ihn wieder zu uns. Er köpft ihn wieder zu uns. Aber Veliton will das Geschenk nicht annehmen und schmeißt stattdessen den Verteidiger weg. Wie ein Stück Papier in den Mülleimer. Aber der hat sich das nicht gefallen lassen, hat sich wieder durchgesetzt. Natürlich. Oh, jetzt haben wir ihn. Jawohl, Alaba. Super gemacht, Junge. Ey, was war denn das für ein Pass jetzt? Jetzt fängt das schon wieder an. Oh, super von Baumann. Super gehalten. Fängt das schon wieder an. Wir fangen an zu loben und dann... Oh, super. Wir fangen an zu loben und dann passiert schon wieder irgendwas Negatives. Oh, was war das? Abstoß gibt es auf jeden Fall. Also war es vom Gegner initiiert. Nun, Abstoß von Oliver Baumann. Und da steht Veliton, der kommt ran. Dumbia. Dumbia zieht vorbei. Zieht er wirklich vorbei? Er zieht vorbei. Er zieht vorbei. Dumbia, Schuss. Oh, Pfosten. Schade. Eine gute Aktion. Eine gute Aktion des Einwohners der Elfenbeinküste. Wie soll man das sagen? Er ist ein Elfenküstenbeiner. Elfenbeinküste. Ein Elfenbeinküster ist das. Dumbia. El-Sharawi. El-Sharawi. Was tust du da? El-Schnitzel. Jetzt auf Veliton, ja, das ist ein geiles Ding gewesen, das ist ein geiles... Was tust du da, Junge? Meine Fresse! Sag mal, seid ihr alle zu blöd, um Ball anzunehmen, oder was? Den hätte ich mit meiner Kappe mitgeholt, ey. Die sind noch zu blöd zum doof sein, ey. Nani, Veliton... Abseits, Dumbia. Oder war er nicht mal? Glück gehabt. Dumbia! Uah, der geht ja noch fast in Seiten aus. Was tust du denn da, Junge? Na gut, es steht 1-0 zur Halbzeit. Das hatten wir eben auch schon mal. Wir müssen aufpassen. Aber jetzt haben die anderen Anstoß. Also, wir spielen diesmal zu Hause. Das ist immer eine andere Ausgangslage. Wir haben so ein bisschen eine Auswärtsschwäche, würde ich direkt jetzt schon mal behaupten. Boah, super Pass auf Del Grosso. Fabio Del Grosso. Oh, Mist. Oh, super von Baumann. Super Reaktion, der Junge. Schauen wir nochmal. Da hat er. Der spielt mich schwindelig hier. Oh, Baumann, super. Richtig super gemacht. Valencia da in der Mitte. Kriegt er den? Nein. Oh, nein! 1-1, Markus Berg. Was sage ich denn? Es läuft schon wieder genauso ab wie eben. Dumbia. Flanke in die Mitte, aber da steht schon der Torwart. Prikic hat das Ding sicher abgefangen. Schade eigentlich. Super. Foul. Gelbe Karte für Philipp Wolscheid. Hm, schade. Oh,
Raus damit direkt. Raus damit. Nein. Oh, das wäre jetzt aber sauer scheiße gewesen. Papadopoulos. Alaba. Oh, was macht der denn da schon wieder? Philipp Wollscheid. Aber hat gut aufgepasst. Veliton. Jetzt dumm hier. Auf Nani. Aber der kommt nicht ran. Oh. Haben wir ihn so viel bedrängt, dass er nicht wusste, wohin mit dem Ball. Und der wusste auch nicht, wohin mit dem Ball. Jetzt Veliton. Veliton. Oh, da ober doch den Ball wieder. Für alle, die es noch nicht wissen, oder ich weiß gar nicht, wann ich das erwähnt habe, aber wir haben eine Facebook-Seite namens Stefan El Sharawi, weil wir den so lustig, so gut finden. Ein Abonnent von mir und ich. Und wenn ihr wollt, könnt ihr die ebenso liken wie meine Facebook-Page RRGoalie1. Also, scheut euch nicht, es kostet euch nur einen Klick, beziehungsweise zwei Klicks, um auf die Seite zu gelangen und das gefällt mir zu drücken. Wäre nett, wenn ihr es machen würdet. Fände ich cool. Und für die Leute, die bei meiner Facebook-Page dabei sind, ich muss euch wirklich danken für diese viele Teilnahme. Oh, das war abseits. Also es ist, macht richtig Spaß da, wie ihr da mitmacht. Ich hatte heute keine Zeit, so viel da vorbeizuschauen und dann schaue ich vorbei und bam, direkt 12 Beiträge. Das hätte ich nie gedacht. Also es geht richtig ab. Nani! Oh, schade. Einfach mal versucht. 1:1 steht es derzeit in der 63. Spielminute. Ich hoffe natürlich, dass wir noch einen Treffer erzielen oder mehrere Treffer erzielen, um das Spiel dann auch erfolgreich abzuschließen. Ah, Mist. Was? Revax schreibt Ciao? Ich habe dem noch nie Hi geschrieben. Oh, Mist. Nein. Oh, Glück gehabt. Aber ich habe eine E-Mail bekommen. Schauen wir mal. Noch ein Kommentar zu Let's Play 97. Schade, aber du könntest ihn auf die Bank setzen. Wen auf die Bank setzen? Ich habe vergessen, es war von FCB-Fan 66. Ich schaue mir gleich nochmal an, wen ich auf die Bank setzen sollte. Ich hatte eben auch geantwortet. Ich weiß aber nicht mehr, welcher Spieler das war. Ach so, Hüntela, genau. Hüntler auf die Bank setzen wäre ein bisschen doof. Wir spielen ja gerade gegen ihn. Ich glaube kaum, dass der dann zu uns wechseln will. Aber das kostet auch zu viel. Wir haben noch drei gute Stürmer. Dann brauchen wir das eigentlich nicht. Du kannst ja mit deiner Karriere mit Hüntler weiterspielen und ich habe hier meine Stürmer. Ich meine, wir haben unsere Stürmer. Es ist ja unser Projekt, nicht meins. Oh, ich integriere euch ja ziemlich gerne hier überhaupt in alles. Ich meine, was würde es mir bringen, wenn ich hier gegen eine Wand reden würde und mir niemand zuhören würde? Nein! Das gibt's doch nicht! Mann! Wir können ja anscheinend machen, was wir wollen, ne? Wir verlieren. Komm, Veliton. Veliton, das gibt's doch nicht! Ich explodiere hier vor Hitze. Meine Güte. Ist das warm hier? Mann. So ein Trick, aber auch. So, jetzt habe ich mal meine Jacke ausgezogen. Jetzt sehe ich ganz heiß aus. Bam, ist das so warm hier drin, ey. Boah. Okay, jetzt müssen wir aber Power nach vorne machen. Nani. Veliton auf Dumbia. Dumbia, geh ab, Junge. Ey, faul. Du gehst mir auf den Sack, Schiedsrichter. Gargano auf Alaba. Alaba auf Nani. Nani. Das gibt's doch, Nani. Veliton. Nein, Elfmeter. Es gibt Elfmeter. Geil, warum auch immer. Oh. Angelo. Geht raus für Belmonte. Dumbia tritt an, aber wir werden uns
Nani widmen. Bam. 2:2 in der 82. Spielminute. Verdient. Verdient. Es ist ganz eindeutig verdient. Ja. Komm, jetzt ist 3:2 direkt nachlegen. Und dann 4:2 und 5:2. Oder auch nicht. Auf geht's, Nani. Super Pass auf Dumbia. 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 Dumbia, das gibt's doch nicht. Und es gibt Abstoß. Mann. So ein Scheißdreck. Meine Güte, Mensch. Nein. Oh, das war jetzt auch noch ein Foul, Digga. Ich kann auch Hamburger Akzent, Digga. Ey, Digga. Ey, Digga. Nein! Ey, Digga. Seht ihr, ich kann Hamburger Akzent. Ey, Digga. Mehr macht man ja da, glaube ich, gar nicht. Ich weiß es nicht. Ich kenne ihn nicht ganz so genau, aber ich weiß, dass immer Digga, ey, Digga. Und so sagen, ne? Dumbia, Veliton, Nani, Dumbia, 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 das gibt's, ist er doch, ja, 3:2 in der 90. Minute, jawohl, was ein Pech hatten wir da, aber dann Nani, steckt nach, ah, oh, geil. Alter, bin ich gerade ausgerastet. Geil. Oh, nee. Ey, wir müssen defensiv stehen. Defensiv. Nein, nein, das gibt's doch nicht. Oh, nein. So ein Mist. Das gibt's doch nicht. Oh, Mann. Ihr wollt mich doch verarschen. Ihr wollt mich doch verarschen. Alle wollt ihr mich verarschen. Das gibt's doch nicht. Jetzt pfeift ihr ab. Das kann doch nicht sein. Oh, dann schießen wir doch schon in der 90. das 3:2 und dann kassieren wir direkt noch danach das 3:3. Oh, da war ich zu unkonzentriert. Naja. Trotzdem war eigentlich dann am Schluss noch ein richtig geiles Spiel geworden. Ja. Mehr gibt's dazu jetzt nicht zu sagen. Gehen wir erstmal weiter zur Gruppenphase gegen... Wen auch immer, ich kenne das Wappen nicht. Wer soll das sein? Wer zum Teufel ist das? Na egal, wir gehen jetzt weiter die Partie spielen. FC Sion, also ein Schweizer Verein, wenn ich mich recht entsinne. Ja, gehen wir Aufstellung schauen, ob die denn alle fit sind oder nicht. Ja, es geht. Alaba werden wir nochmal rausholen. Gargano wird spielen. Und Thiago kann ja diesmal spielen. Dann Suniga kommt für Valencia. Und ansonsten haben wir eigentlich nichts zu tun. Deswegen, was ist denn das für einer? Wie alt ist der? 21. Der ist noch ganz so gut. Insigne. Oh, der ist auch schnell. Dann holen wir den mal mit aufs Feld. Für Chavez. Was kann der noch spielen? Mittelsturm. Ja, dann können wir den nachher auch mal aufstellen, falls wir ihn brauchen. Dann geht's jetzt erstmal los. Sorry, Ajab, aber nein, geht gerade nicht. Ich spiele jetzt gegen Sion. Dumbia. Oh, es laggt. So ein Mist. Oh nein, es regnet. Start das Spiel. So, Mrdja. Wie hieß denn der? Mrdja. Das sind aber keine Schweizer, oder? Oh, wir sind so nah am Spielfeld dran, habe ich das Gefühl jetzt.
Jawohl, Dumbia. Auf Veli. Oh, Veliton. Was tust denn du da, Junge? Wir sind viel zu nah am Spielfeld dran. Das ist voll irritierend. Ich hab ja dieselbe Kameraeinstellung, aber das Stadion ist anscheinend so klein. Na, El Charavi. Gargano. Nani. Schön raus für Veliton, aber na, der Ball rollt ja nicht weiter. Wegen diesem doofen Regen. Der spielt mich ja schwindelig, der Kerl. Also die CPU. Jawohl, Veliton. Veliton 1 zu 0. Super. In der 9. Spielminute die Nummer 9. Veliton gut durchgesetzt. Oder zumindest mal gut den Ball abgenommen. Gut, dass Dumbia auch nicht mehr rangegangen ist. Sonst wäre es nämlich abseits gewesen. Da. Plupp. Ba-bam. Da ist das Ding drin. 1 zu 0 für Napoli, für uns. Oh, haben wir den Ball nochmal. El Charavi. El Charavi. El Charavi. Oh. Gehalten vom Torwart. Vanins heißt er. Der Kerl. Vanins. Noch nie gehört. Never heard about it. El Charavi. Oh, Mist. Ball verloren. War auch schlecht angenommen, aber ging, glaube ich, nicht anders. El Charavi auf Dumbia. Dumbia geht ab, der Junge. In die Mitte. Oh Gott, der geht ja viel zu weit. Aber kriegst du den noch? Kriegst du den? Nein, Mist. Valencia hätte ihn bekommen. Jetzt fängt's an mit den Lecks, das ist gar nicht schön. Ja, die Grafikkarte macht schon Töne. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Partie wieder. Mache ich jetzt einen Aufnahmestopp. Das ist nämlich so gar nicht schön zu spielen. Die Partie interessiert ja jetzt mich auch eher weniger. Ich werde die jetzt fertig spielen und dann sehen wir uns einfach im nächsten Part wieder. Es tut mir leid, aber das mit diesen Lecks, das kriege ich einfach nicht gebacken. Nach so einer halben Stunde ist es einfach vorbei. Deswegen muss ich auch irgendwie meinen Part 100 in mehrere Stufen unterteilen. Ich weiß nicht, das geht mir richtig auf den Keks. Wenn wir mal nochmal kurz probieren. Ich werde jetzt noch einmal spielen, bis es nochmal leckt und dann gehe ich aus dieser Partie raus. Aus diesem Part. Also ich gehe nicht aus der Partie raus. Die Partie werde ich natürlich fertig spielen. Bis es nochmal leckt. Also derzeit scheint es ja jetzt mal gerade ruhig zu sein. Thiago. Gargano. Oh, Mist. Jetzt dreht die Grafikkarte wieder auf. Das ist immer ein super Zeichen dafür. Also Lecks habe ich ja gar keine. Normalerweise. Außer wenn ich mit Fraps aufnehme. Da, jetzt schon wieder. Ich verstehe einfach nicht, warum. Ich habe eine gute Hardware. Allerdings muss ich wahrscheinlich auf eine neue Grafikkarte zurückgreifen, wenn das so weitergeht, da es einfach mit ATI bzw. AMD immer ziemlich viele Probleme gibt. Na gut, dann verabschiede ich mich jetzt mal wirklich. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen, euer Alex. So, da bin ich nochmal ganz kurz. Ich hoffe, es leckt jetzt gerade nicht. Nur um euch die Tore nochmal näher zu führen. Wir haben 3:1 gewonnen. Das erste wurde hier durch Veliton erzielt. Da sehen wir es ab hier. Da habe ich einen langen Pass durchgespielt und er konnte sprinten. Was das Zeug hält. Und dann bam, abgezogen. Bam, war das Ding drin. Dann kommen wir zum 3:0 durch Nani. Da sehen wir hier Schuss, abgefälscht. Und der dann nochmal ein bisschen glücklich rein. Und hier noch ein Elfmeter-Tor von, keine Ahnung wie der Kerl heißt, Trudja oder so. Warte, wie heißt der? Nee, Mrdja, keine Ahnung, Gott, oh Gott. Dann hatten wir noch eine gute Chance, aber dann kommt der doch nicht ran. Ach, Mist, ein bisschen Pech gehabt. Naja gut, das war's dann auch mit der Partie. Vielen Dank fürs Zuschauen, sage ich jetzt nochmal und bis zum nächsten Mal. Euer Alex, ciao.